Jungs versus Mädchen. Thema Schminken. Wie Mädchen sich schminken. Du, ich hab heute eine Verabredung. Hilfst du mir beim Schminken? Na klar, wir sind doch Freunde. Ich mach das gern. 346 Minuten später. So, ich hoffe, ich sehe super aus. Hast du alles richtig gemacht? Kann ich losgehen? Ey, du siehst voll hübsch aus. Ich wünsche dir viel Spaß bei Danke. Dem Treffen. Danke! Wie Jungs sich schminken. Alter, ich bin voll aufgeregt, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Soll ich mich schminken oder was weiß ich alles so? Alter, kannst du mir vielleicht helfen oder so? Natürlich, wir sind doch Freunde. Natürlich helfe ich dir da. Ah, danke, ich vertraue dir. 346 Minuten später. Und wie sehe ich aus? Du siehst toll aus, ja? Okay. Kann ich so rausgehen? Meinst du wirklich? Ja, kannst du. Okay. Vielen, vielen Dank, weißt du? Es ist schön zu wissen, auf wen man sich verlassen kann. Ja. Film versus Realität. Thema, was in der Schule passiert. Wie es im Film ist. Hey, aufgepasst. Lukas muss euch etwas sagen. Marie, ich liebe dich seit dem ersten Tag, an dem ich dich gesehen habe. Du bist das beste und wunderschönste Mädchen, das ich je getroffen habe. Möchtest du vielleicht meine Freundin sein? Oh mein Gott, meinst du das ernst? Wenn du so langweilig. Wie es in der Realität wäre. Hey, aufgepasst. Lukas muss euch etwas sagen. Wir schreiben heute einen Überraschungstest. Ach, bitte nicht! Also gut, holt eure Zettel raus und nein, dann... Nein! Bitte keine Überraschungstests mehr! Ich halte das nicht mehr aus! Also mit der Landung bekommt ihr von mir eine 6. Mutter versus Vater. Thema, wenn das Kind auf Klassenfahrt geht. Wie die Mutter reagiert. Ich kann nicht glauben, dass du 5 Tage lang weg bist. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich komme schließlich auch wieder. Das ist ja das Schlimme. Ey, wie der Vater reagiert. Ach ja, gleich kommt der Bus und dann bin ich für 5 Tage lang weg. Wohin wollt ihr denn nochmal hinfahren? Nach Paris. Wir fahren sogar für einen Tag nach Disneyland. Ist das nicht cool? Ja, das ist ziemlich cool. Willst du dir vielleicht meine Kamera ausleihen? Was, darf ich das? Ich dachte, die ist dir heilig. Ach, jetzt stell doch keine unnötigen Fragen und hol sie einfach. Los. Okay, ich hol sie ganz schnell. Pass aber bitte auf, dass der Bus nicht ohne mich losfährt. Okay, danke, du bist der Beste. Was für ein Idiot. Gut, dass ich meine Sachen immer für den Notfall gepackt habe. Oh, und da ist auch schon der Bus. Disneyland, ich komme. Jungs versus Mädchen. Thema, Essen einkaufen. Wenn die Mädchen Essen einkaufen. Heute kaufe ich mal was Gesundes. Was Gesundes. Hey, die Tomaten sehen lecker aus. Ob die wohl genetisch manipuliert worden sind? Nein, sind wir nicht. Und jetzt kauf uns. Okay. Warte, was? Wenn die Jungs Essen einkaufen. Oh mein Gott, das sind meine Lieblingskekse. Und es ist nur noch eine Packung da. Ich muss echt Glück gehabt haben, denn ich kann heute... Oh, hey, Kekse. Geh weg, das sind meine Kekse. Ach ja, ich sehe nirgends, wo dein Name da draufsteht. Okay, gut. Lass uns das ganz einfach vernünftig klären. Jeder von uns bringt Argumente und am Ende entscheiden wir dann, wer dann von uns die Packung bekommt, okay? Okay, von mir aus. 12 Sekunden später. Tja, was soll ich sagen? Meine Argumente waren eben besser als deine. Aber du hast mich mit dem Paket verprügelt. Das sind keine Argumente. Jungs versus Mädchen. Thema? Wenn der Computer kaputt geht, wie die Jungs reagieren. Was? Nein, mein PC ist kaputt. Ach verdammt, jetzt muss ich ihn wohl wieder reparieren. 12 Sekunden später. So, wenn man einen Computer reparieren will, muss man ganz vorsichtig sein. Und zwar ganz... Wie die Mädchen reagieren. No, Otter sind so süß. Ich wünschte, ich hätte auch einen Otter. Was? Ach nein, sag mir jetzt nicht, dass mein Computer schon wieder kaputt ist. Da gibt es nur eine Lösung. 20 Minuten später. Oh, böser Geist, der diesen Computer verflucht hat. Ich befehle dir, verlasse diesen Computer. Hä? Katze, wo kommst du denn her? Oder Dicker, ich glaube, ich war im Internet oder so. Jungs versus Mädchen. Thema, als Friseur arbeiten. Wenn die Mädchen als Friseur arbeiten. So, also wie genau willst du deine Haare geschnitten haben? Also ich würde gerne mal was Neues probieren, okay? Ah, du brauchst nichts weiter sagen. Ich weiß ganz genau, was du haben willst. 20 Minuten später. So. Schnitt. So, und wie findest du's? Was ist los? Hä, wie bin ich hierher gekommen? Also, wenn die Jungs als Friseur arbeiten. So, heute bin ich für sie zuständig. Warte, Tim, du bist heute mein Friseur? Ach, Herr Lehrer, machen Sie sich doch keine Sorgen. Ich habe schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Naja, ich wollte eigentlich meinen Scheitel kürzen lassen. Okay, den Scheitel kürzen lassen. Das sollte ich hinkriegen. Wenn du deinen Job gut machst, bekommst du vielleicht sogar eine gute Note von mir. Okay, da ein bisschen weg und da ein bisschen und... Na, ich hätte es wissen müssen. Bekomme ich trotzdem eine 1? Du bekommst von mir einen dicken, fetten... Yo, Leute.
Leute, hier ist wieder euer Ray Porter. Wir haben jetzt einen Sonderfall und zwar haben wir eine Geiselnahme. Geht runter von meinem verdammten Rasen, ihr kleinen Bengel! Eines der Geiseln konnte sich sogar befreien. Das ist furchtbar, der kam an und hat gefragt, wo ist deine Nase? Und dann hat er meine Nase weggenommen und jetzt ist sie weg. Ergeben Sie sich jetzt und geben Sie ihm die Nase zurück. Nein! Na verdammt, er hat Nein gesagt. Immer sagen Sie Nein. Ach Gott, Leute, zieht ab. Zeit für einen Kaffee. Giraffakten. Giraffen mit Fakten. Hey, Tommy. Was denn, Charlie? Wusstest du schon, dass es Leute gibt, die Angst vor Glatzen haben? Man nennt diese Angst auch Peladophobie. Was? Wirklich? Ja, Mann. Mein Cousin Kevin hat das. Der hat Angst vor dir, weil du eine Glatze hast. Oh mein Gott. Das hat... So. Findest du das auch lustig? Also, wenn du mich so fragst... Ja! Ich hoppe keine Klötze, ich hab nur unsichtbare Haare! Jung versus alt. Thema Fernsehen. Wenn man jung ist. Ach ja, endlich nach einem langen Tag meine Lieblingsserie auf Netflix weiterschauen. Ohne Werbung und so weiter. Ach, ist das toll. Wenn man alt ist. Ach ja, endlich nach einem langen Tag meine Lieblingsserie auf meinem Sender schauen, weil ich nicht weiß, wie Obelix oder die anderen Strömungsanbieter funktionieren. Gleich fängt die Serie Furz der Liebe an, aber vorher noch okay, etwas gut, Werbung. Okay, gut, dann gehe ich nochmal schnell aufs Klo während der Werbung. Ein paar Sekunden später. So, das hat gut getan. Jetzt kann es von mir aus mit der Serie anfangen. Jetzt geht es los mit der Serie Furz der Liebe. Endlich, ich dachte schon, die Werbung geht ewig und 3 Tage. Hey, wer ist das denn jetzt? Ach Mann, ich kann nicht mehr Pause drücken, verdammt! Ja Mann, jetzt muss ich los! Ja, hallo, was kann ich für dich tun? Hihihihi, Klingelstreich! Oh Mann, ich will doch nur meine Serie gucken! Gleich geht es weiter mit Furz der Liebe, nach der Werbung! Gott verdammte! Jungs versus Mädchen. Thema, alte Bekannte treffen. Wie die Mädchen reagieren. Warte mal, Lisa, bist du das? Warte mal, sehe ich das richtig? Bist du's, Marie? Ja, ich bin's. Ey, wie lange ist es her? So 7 Jahre, dass wir das letzte Mal gesehen haben? Ja, müsst ihr hinkommen. Ey, du bist voll hübsch geworden. Danke, du auch. Aber das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, bist du doch von der Schule geflogen, weil du den Lehrer mit Bowlingkugeln abgeworfen hast, oder? Ja, der hat ziemlich doof geguckt, ne? Ja, das war lustig. Wie die Jungs reagieren. Jo, Tim, ich hab dir das ganze Wochenende nicht gesehen. Wie geht's dir so? Wer bist du und woher kennst du meinen Namen? Jungs versus Mädchen. Thema... Ein Auto klauen. Wenn die Mädchen ein Auto klauen. So, ganz vorsichtig, damit das nicht kaputt geht. Hey, was machst du da? Oh, verdammt, nein, die Polizei, also ich, genau, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich komme nicht mehr rein. Ah, ach so, dann helfe ich Ihnen einfach mal. Es gibt da nämlich einen kleinen Trick, damit bekommt man jede Autotür auf. Man muss einfach hier vorne drücken und dann soll es aufgehen. Probieren Sie es mal. Okay. Oh, es hat funktioniert. Oh, vielen Dank, Herr Polizist. Danke für alles. Ich muss aber los. Ja, kein Ciao. Problem. Fahren Sie vorsichtig. Chef? Was ist denn? Das war Ihr Auto. Ah, verdammte! Wenn die Jungs ein Auto klauen. Was ist denn da? Oh mein Gott, der Besitzer des Autos ist ein Trottel. Der hat einfach den Autoschlüssel stecken lassen. Ich muss einfach nur die Tür aufbekommen und dann kann ich mit dem Auto abhauen. So, ganz vorsichtig und geschafft. Mann, das war einfach... Oh mein Gott, das war so einfach... Oh, warte mal. Gott, verdammt, das ist mein Auto!